Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte von Thüringen. Beide Hände sind leer, wir fahren weiter. Unseren Kurs ein. Denn wie wir sehen, ist der eigentlich wieder voll. Getreidesorten sind halt sehr ertragsreich. Da muss man viel fahren. Ich werde mich irgendwann einverlassen müssen, dass wir jetzt bald die Zufahrt kriegen. Eine offizielle. Ja, man könnte eine Straße bauen, dass man im Prinzip auf ein Ende reinfährt und an Ende raus. Da müssen sich die Fahrzeuge nicht kreuzen. Die müssen zwar ein bisschen weiter fahren. Aber dann wäre das, man könnte dann zwei Fahrzeuge fahren haben. Aber darf nicht vergessen, wir haben ja mehrere Felder. Ne? Das ist ja nicht ganz so einfach. Da ist dann die Wege weiter. Aber mal schauen. Also nur eine Theorie. Lohnzahlung. Ups. Aber wir haben einen kurzen eingefahren und haben gleich ein bisschen Spannung. Da sind wir. So. Stopp. Ja, beinahe gelöscht wieder. Ja. Speichern, einstellen, entspannen. So, Fahrer zu Wegpunkt, der macht halt gut, dass die Frucht nicht kaputt geht. Da konntest du nicht entscheiden, ne? Na gut, läuft ja mal. Hoffe ich jedenfalls. Das läuft auch. Der steht. Da wird jetzt interessant. Der wird nämlich gleich leer. Das heißt, wir werden da gleich schauen, ob das alles klappt. Der muss wegen 6 Pünktchen extra wenden. Ich sag nicht mit, dass er das nicht soll. Ich hab's nicht getan. Läuft mir ein bisschen zu laut. Ich würde ja bei der Maus da eingreifen, aber da ist mir bin ich aus dem. Ja, dann wäre die Lenkung wieder im Arsch. Wollen wir auch nicht. Der Flugmeister ist fertig. Darum können wir uns später. Aber der steht genau da, wo er nicht stehen soll. Im Weg. Dann wären wir mal ganz schnell wegfahren. Denn sonst gibt es ein Problemchen. Stellen wir hier mal ab. Und sobald wir Zeit haben, werden wir den waschen und das ist der Kalker, der ist noch gut voll. Der ist auch fast voll. Aber der ist ja schon unterwegs. Wir mal und dann beobachten wir das und kriegt. Weil ich befürchte, dass er das nicht ganz angekommt. Man kann ja nur hoffen, ne? Weil er ist ein bisschen breit. Das macht die Sache ein bisschen schwierig.
das Rohr dann ein bisschen zu kurz wäre. Aber hoffen wir das Beste. Geht auch darum, dass der andere Kurs, der Kalker, wird anders gefahren ist. Das heißt, jetzt kommen noch die Dinger zum Aushalten noch hinzu. So wie hier zum Beispiel an den Bäumen. Ist ja wirklich haarscharf dran, ne, an der Grenze. Ich fürchte, dass er. Nein, ich mach den Sack kaputt. Ich staune, dass er in der Mitte fährt, also nicht links oder rechts fährt vom Kurs. Aber er zieht gut durch, ja, gut, da auf 4 PS, ne, war so Sache. Hätte ja auch 500 PS, da kommt schon was. Da. Hier habe ich meine Angst, dass er hier irgendwo hängen bleibt. Oh, keine Kollision, zum Glück. Ja, das ist mein guter Moment, was jetzt habe ich eingestellt, glaube ich. Das ist aber auch ein Problem, weil er beides haben will, ne? Ich hab's nicht eingestellt, glaube ich. Das kann ich hier einstellen. Ja, Dimension, das ist klar. Arbeitsbreite. Düngemaschinen an. Da ist nichts zu finden, was ich jetzt sagen könnte, dass man einstellen kann. Schwierig. Kann man nur laden und hier wäre auffüllen bis 100% maximale Entfernung. Das ist eine gute Frage, ja, das geht ja nicht schnell, ne? Aber man hat irgendeine Reihe gemacht, das passiert nicht. Kann an der Seemaschine liegen. Aber das glaube ich eher nicht. Oder ist noch nicht so weit. Vom Programmieren wollen, Kursplay. Weil ja beide Sachen auch immer machen muss. Ich muss trotzdem mal kurz überlegen. Kannst du nicht erkennen. Düngefunktion ist klar. Auffüllen bis ist auch klar. Maximale Entfernung. Also findet tut nichts. Mein gut, wir haben nun gesehen, das hat voll gemacht. Ich musste nicht selber fahren. Schauen, dass er gut rumkommt hier, dass er nirgendwo hängen bleibt. Das scheint auszuklappen. Kalker ist noch gefüllt, da ist auch keine Gefahr. Ja, das geht auch ganz gut. Wurde zwar gerade über den Haufen gefahren, ne? Böser Junge. Aber wir müssen mal auffüllen. So, fahren wir los, ne? So, wir aufladen, ne? Da wir Raps haben, könnten wir eine theoretisch die Produktion anfangen. Theoretisch.
Die brauchten wir theoretisch, um Kalk herzustellen. Kalk und Wasser. Aber ich glaube, das ist zu teuer. Kann man auch nicht erlauben. So, mal. Den dürfen wir nicht stehen lassen. Jetzt kommt mir bald der mit Hafer. Irgendwann ist er voll. Wenn wir da noch eine Fuhr reinkippen. So, jetzt habe ich böse Überraschung. Sehen wir gleich kommen. Habt ihr das gesehen? Dann wird doch Klasse über den Haufen gefahren. Du. Das hat mir was geahnt. Du. Sehr gut, okay. So sind unsere Crossfeldfahrer, die kennen da nichts. Muss über den Haufen gefahren werden, dass die überhaupt irgendwie klarkommen. Schauen, ob wir auf Feld 30, 60 flügen müssen oder nicht. Normalerweise nicht. Aber es könnte sein, dass er kalt werden muss. Das könnte größer. Also wenn ich nicht besser wüsste, gut, dass andere noch nicht vorwärts waren, wenn ich noch nicht dabei war. Sonst hätten wir jetzt einen vollen Crash gehabt. Aber Verband fahren nicht so einfach. Wenn wir noch einen dritten hätten, wäre noch ganz blöder. Und bevor wir alle einrichtet hätten, wäre schon wieder fertig gewesen, die ersten zwei. Hohe Feld, rechts auch nicht allzu groß ist. Die großen Felder. Ein bisschen mehr kosten, die sind schon ein anderer Nummer. Nicht kalt klappt, aber nicht voll machen. Aber aktuell wird gerade noch wie abgezogen, würde ich sehen. Oh, da kannst du alle. Holz wieder Kreislauf. So. Zeit, haben wir noch 5 Minuten noch. Schauen wir mal, was im Lager alles drin ist. Haben wir angefangen. So, dann haben wir mal sehen, gekalkt ist wird noch. Hier muss gekalkt werden. Ah ja, das war mir klar. So, das können wir erst machen, wenn wir damit durch sind. So. Hafer 1100 könnte ein bisschen besser sein. Silage würde bringen Scheune 308 und Sägewerk 4 Handel würde 220 Sekunden bringen. Das ist ein Heu. Hackschnitzel, Sägewerk 124. Könnt ihr mal probieren? Das geht hier nicht. Man geht auch, aber ungünstig. So.
Dann gehen wir mal am Hof. Wenn mich alles täuscht, habe ich einen Verkaufspunkt für Hackschnitzel im Gebäudepark. Weiß nicht genau wo. Heizkraft, Heizautomat. So, der kostet mir 68.000. So, wie wir noch gerade so leisten können. Na, da ist ungünstig. Bisschen drehen. Ja, das ist auch schlecht. Weil da sind wir genau der Wendepunkt. Egal, ach schon. Siehst du, abgezogen, so rechtzeitig gebaut. So, jetzt können wir schauen nach Hackschüssel, das Neues. Ja. 142, naja, gut. Aber der Verkaufspunkt wird angezeigt. Da muss nur noch kalt werden, dann wird auch mehr. Das sieht gut aus, weiß ich. Und der Anne braucht ja auch ein bisschen länger, weil er kann ja gleich auf Feldsätze weiterarbeiten. Und hier geht's auch vorwärts. Mal sehen, wie das so packt. Mich zu strecken. Ja, das klappt. Bis da zur Ecke ist er voll. Der Hänger, da kann er wieder abdüsen. Und der ist auch voll. Da muss man wieder wachen. Da weiß ich genau, ob der andere entsprechend wieder so freundliches zum Abfahrer und Außenpferd. Meine so Hochachtung vor den Leuten, die das programmieren, das machen die alles gratis. Spaß und Freude, sagen wir ganz vorsichtig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel Spaß macht. Ich habe davon keine Ahnung. Könnt doch gar nicht. Nicht mal vorstellweise. So eine Sachen gehört normalerweise ins Spiel rein. Von vornherein. Auch wenn das Spiel ein bisschen teurer wäre, wäre auch ein bisschen. Aber man kann es gleich mal einfach nutzen. Ne? Also man überlegt, November ist das Spiel ein Jahr alt. Und wenn das jetzt, wir haben das im März ungefähr bekommen, die ersten Version. Das heißt, brauchst nicht warten, der andere ist voll. Ja, das ist komisch. Kann man da einstellen? Sieht man
fällt aktuell keine automatisch finden, ist richtig. Fällt 60. Automatisch manuell ist gut und schön. Weil dann brauchst du zwei Fahrer, die blockieren sich garantiert. Ja, da wird er will rangebeten werden, ne? Dass ich Verband aktiviert habe, da ich halt der Rotor nicht an. Aber wenn ich jetzt Pech habe, hätte er den Rotor über den Haufen. Und das sehe ich schon kommen. Und ihr schnell seid, aber nicht zu schnell. Glück gehabt. Bleibt mir noch nicht stehen. Natürlich mit einem Acker drin, ne? Das trifft ungünstig. Schade. Jetzt kommt noch ein Problem hinzu. Mit dem ersten Hänger ist alles gut. Er kann im Prinzip wieder. Aber mit dem zweiten wird es schwierig. Ganz schwierig. Gar keine Chance, den überhaupt voll zu kriegen. Ohne den Haufen zu fahren zu werden. Schlecht. Und noch schlechter ist die Zeitlinie-Traktabel. Da jetzt wieder mal nur noch schätzen. Sorry. Ist ja gleich wieder voll da vorne, der Schwarze. Wird noch blöder. Also wieder klappt. Eine Frucht fährt, das passt mir gar nicht. Hey. Abfahren, das klappt nicht richtig bei dir. Muss ich dabei bleiben, das war nichts. Ja, also wieder voll, ne? Der Schwarze, ne? Jo. Jetzt wird es ganz gefährlich. Wenn man sich aber jetzt den roten nehmen will. Ah, sieht man nicht. Wie gesagt, mit dem zweiten Hänger weit nach vorne fahren, das ist schwierig, weil der mittlere auch nicht anhält. Dann fährt er nämlich drauf zu, sobald er leer ist. Beziehungsweise mittendrin, wenn er noch halb voll ist. Schauen wir mal. Wir können ja auch kurz aufsteigen. Und Bandwäsche einsteigen. Und notfalls die Sache stoppen.
Ja, das habe ich gedacht. Nein. Chaos auf der Baustelle. Ja. Stellen wir ein. Gehen wir rüber auf den anderen. Fahrzeuge decken könnten. Das wie kleine Kinder, die machen wir zu wollen. Aber jetzt geht das aber voll ab. Jetzt muss ich eingreifen. Ich bin jetzt sauer, ich will das tun. Ach nee, nicht so einfach. Verband arbeiten ist so eine Sache, ne? Aber ich hab's geahnt. Wenn wir mal ein Stückchen hier leider arbeiten hier, dann haben wir so Schaden ohne Ende. So. Na erst wieder. Erster Wegpunkt. Deswegen. Ich habe ihn ja entlassen gehabt und wieder eingestellt und dann erster Wegpunkt, dann fährt er sofort dahin. Was ja ganz gut ist, aber nicht für den Fall, was wir jetzt vorhaben, ne? So, jetzt scheint es zu klappen, immer ein bisschen Vorlauf lassen. Bisschen. Aber wir können schon mal auf den Roten gehen. Den Kalk. Den wir mal leider leeren. Der mit den Hafen unterwegs. Wo ist er? Kalk ist voll, Hafer wird gerade leer gemacht. Okay, da können wir dann in aller Ruhe ausladen. Sonst wollen die Fahrer überhaufen, ne? Das ist so, wie folgt. So. Ein bisschen Kalk einfüllen. Das kann ich. Jetzt können wir eh nicht mehr kaufen, sind ja pleite. Haben kein Geld mehr. Aber wir nur noch Minus. Stellen wir hier mal hin. Oder wir helfen beim Abfahren mit. Aber erstmal schauen wir mal nach dem Mähdrescher. Den roten wir starten können. Ja, können wir starten. Nächster passender Wegpunkt. Gut. Können wir LKW nutzen zum Abfahren.
Ja, am Ende gerade ist schon gewaltig, ne? Aber die Reifen stören nicht mehr. Ja, wo willst du heute wieder hin? Na, besuchen wir mal irgendwo einen Nachbarn oder was? Ach nee, nein. Oder er macht Schwierigkeiten, wenn der andere nämlich Probleme macht. Wenn die nicht gut arbeiten können. Das könnte natürlich sein. Ja, schon bei der BGH, irgendwo, was ich wohl gehandelt ist. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nur so wundert er dann irgendwo ein Graben damit oder irgendwo ein Teich. Feld 47, das ist ja irgendwo ganz weit weg. Da ist 53, 52. Hat sich verfahren. So, liebe Freunde, das soll es für heutige Folge gewesen sein. Ja, Vogel pfeift. Würde mich freuen über ein Like oder über ein Abo oder beides. Ich sage schon mal Danke. Da ist eigentlich ein Verfahren. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Natürlich morgen wieder, ne? Dann sag ich mal Tschüss und wie gewinkelt ist der, ne? Ciao, ciao.